Leute, es gibt eine weitere Runde von Deutscher errät Schweizer Wörter. Dieses Mal mit Revi. Und ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen. Sorry, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Es heißt natürlich Adi Totoro. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Abonniert habe ich schon. Ich habe auch Glocke aktiviert. Hier. Ich bin halt ein bisschen dumm und auch schlecht mit Namen. So, jetzt geht's los. Ei, ei, ei. Ja, wunderbar. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten YouTube-Video auf diesem komplett beschissenen Kanal. Heute haben wir einen Gast, dessen Humor der beste Humor der Welt ist. Bitte begrüßt mit mir Felix von der Laden. Yay! Mein Name ist Kevin Wolter, ich bin 48 Jahre alt und ich wohne nicht auf der Drachenschanze. Halt dein Maul. Ich habe gerade einen ziehen lassen, oder? Nee. Oh, yeah. Mit dem Typen habe ich mal zusammen gewohnt. Habe ich letztens schon drüber geredet. Ja, tatsächlich. 2014 bin ich mit dieser Person nach Köln gezogen. Ach, das war... Ich denke immer wieder gerne daran zurück. Revinzeit wird heute Schweizer Wörter erraten. Verstehst du Schweizerdeutsch? Ja. Ein bisschen. Kennst du irgendwelche Leute in der Schweiz? Ein bisschen. In Basel? Unter anderem. Aus welchen Gründen? Perfekt, fangen wir an zu drehen. Unser Geschäftsmeeting gestern Abend in der Schweiz lief dementsprechend gut. Geschäftsmeeting. Business. Revi wird heute schweizerdeutsche Wörter erraten, das heißt, ich sage irgendwelche... Okay, ich mach mit. Ich bin bereit. Das letzte Mal hat das ja auch richtig gut funktioniert. Du warst vielleicht heute Morgen Vödelblut. Ich war... Oh, kacken. Random Schweizer Wörter, du musst erraten, was es ist. Okay. Das Video, kann ich jetzt schon sagen, wird komplett beschissen. Erstes Wort. Du kannst es vorlesen. Mhm. Schnäbi. Das weiß ich, weil es das letzte Mal auch dran war. Das ist der Schlingeling-Dong. Schnabi. Da steht Schlingeling-Dong. Ja, Schnabi. Ja, das ist aber ein E. Ja, wieso ist denn das ein A? Ah, Schnäbi. Schnabi. Das ist aber ein E, das heißt Schnäbi dann. Nee, wie sprichst du ein E aus? Ja, E. Schnäbi. Ah. Ja, warte mal. Revi sollte sich aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn, no front an alle, die das genauso machen, aber Revi sagt auch zur Kirche Kirsche. Und andersrum, das ist auch so ganz. Und Milch. No front an alle Leute, die Milch sagen. Aber dann sollte man sich auch nicht über andere Leute lustig machen. Schnabel. Nee. Nee. Ja. Ach so. Ja, weil ja, sie hat auch einen Schnabel. Ja? Ist der lang? Das weiß ich einfach nicht. Sehr lang haben, geil? Länger als deine. Oha. Woher weißt du es? Ach, das ist der Rapplis-Spalter. 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 Ich sag, das ist ein Messer. Messer. Rapplispalter. Rapplispalter. Ja, ein Spalter ist etwas, was etwas durchtrennt. Ja, Messer. Und Rappli ist natürlich der Es ist ein Spalter. Perfekt. Wir haben es. So Schere vielleicht einfach? Das ist ein dummes Wort, oh. Für Schere. Nee. Rappli sind Konfetti. Ein Konfettispalter, was könnte das sein? Ein Konfettispalter, ja. Eine Konfettikanone? Nee. Ein Konfetti. Hä? Jemand, der das Geld spaltet. Der ist so Banker. Nee, nicht ganz. Ein Dieb? Betrüger? Nee, jemand, der geizig ist, oder wie sagt man denn, jemand, der jeden Rappen ist, halt jeden Cent spaltet. Ah, so, der will halt jeden Cent zweimal um. Ja, genau. Ja, okay. Drehst du jeden Cent zweimal um? Ich drehe, ich flipp die Mios, genau. Okay, geil. Bissler. Bissler. Es ist ein kleines Bissler. Bissler. A bissler. A bissler. A bissler. Amore. Sorry. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Biesler, sag mal Biesler. Biesler. Du musst das I mehr Biesler. Betonen. Biesler. 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 Ja. Hier hast du ein kleines bisschen. So ein bisschen. Biesler. Nee, Digga. Ich geh pissen. Ja. Ah. Und was? Kopfkrumm. Wenn ich pinkel, dann mache ich ein Biesler. Ja, Jungs, ich muss ja ganz kurz mal ein Biesler. Ist geil. Kurze Info, ich möchte mich nicht über die Schweizer Sprache lustig machen. Schießer. 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 Ich muss Biesler und Schießer. Die Schweizer Sprache doch recht scheiße ist. Ja, die Fötzele. 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 Ein Witz. A Biesler, ah, ich mache Fötzele. Man sagt, ich gehe Fötzele. Betrinken. Ich kenne das in Deutschland, ich gebe dir eine Fotz. Das ist, wenn man so eine Schelle bekommt. Nee, das ist ja Ohrfeige. Genau. Das machen so obdachlose Leute, die frisch aus dem Gefängnis entlassen wurden. Ja, die trinken so Daydrinking? Nee, Daydrinking wäre in der Schweiz Daydrinking. Hä? So aufräumen. Ja, nicht aufräumen, was? Pfand sammeln. Ist ja. So, wenn man Müll aufliest am Boden. Kleine Sachen, so Zigarettenstummel. Dann läuft man so durch die Stadt und tut Fetzele. Das wäre ein Job für dich, wenn YouTube nicht mehr läuft. Gipfeli. Ja. Das ist, Oh, das ist vielleicht... Gipfeli könnte so ein Keks sein. Gipfeli. Die Spitze vom Berg. Nee. Das ist die Hütte auf der Spitze vom Berg. Nee. Das wird wahrscheinlich nichts mit dem Berg zu tun haben. Nee. Alles klar, dann ist es wahrscheinlich die Hochseilbahn, die den Berg hochfährt. Nee. Also, es hat Spitzen, aber es ist kein Berg. Eine Säge? Oh, es hat Spitzen. Vielleicht ein Keks.
Ein Gipfeli. Es hat ein Stern. Die hat Spitzen. Ja. Wieso ist denn eure Sprache so ganz anders? Nee, die ist sehr geil. Wie du. Ey, Junge, er wohnt bei mir. Er ist auch ständig Polizei. Ich habe Steuern dieses Quartal nicht gezahlt. So ein Graubrot mäßig so? Nee, nee, ist nicht so ein Brotbrot. Ist mehr so kein Brot. Aber schon Brot. Eine Art Brötchen. Croissant? Ja. Ja. Oh, krass. Okay. Ein Croissant. Ein Gipfel ist ein Croissant? Dankeschön. Was ist das? Kennst du das? Das Wort Geld? Ja. Das habe ich noch nie vorher gehört. Eben. Das ist in der Schweiz auch gar nicht, glaube ich, ein Thema, oder? Nee, das ist so... Was ist das hier? Ich bin ja Devisenhändler und ich habe da tatsächlich... Das ist eine Tasche. Zehner. Ja. Ja, ja, aus der Schweiz. Ja. Zehn das Tasche. Ist Geld. Nee, das lese ich nicht laut vor. Doch. Bro, das Wort ist Nugi. Nugi, das hatten wir mal. Ich wurde schon mal... Das kann man hier vielleicht mal ein... Ich wurde schon mal gefragt, was Nugi ist. Das Wort ist angeblich Nugi. Ich persönlich würde sagen, das ist... Ja, dann kurz nachdenken. Kann es einfach Nougat sein? Ich glaube, Nugi ist Schokolade oder so. Nein! Nuki. 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 Ist nichts Schlimmes. Ein Schnuller. Ja. Ja. Hä? Ja, Nuki. Das wurde er aber auch schon mal gefragt. Weil wir hatten im YouTube-Haus damals auch Besuch von einer Schweizerin. Und die hat uns das auch gefragt, was Nuki ist. Hundertprozentig. Kennst du das in Deutschland? Aber das würde ich jetzt nicht so schreiben. Ich würde mit CK schreiben, einfach um sicher zu gehen. Gibt es das wirklich? Nuki? Ja, den Nuckel. Der Double. Double. Der Double. Ja. Der ist so ein fetter Joint. Nee, das ist ein Dübi. Achso, das ist ein Dübi. Ein Dübel in die Wand? Dubischer Dubel. Dubischer Dubel. Ja. Ich bin ein Idiot, so ein, ja. Einer, der so dumme Scheiße erzählt. Ja, ja, das ist ein Dubel. Okay. Ein Dubel. Ja. Ja. Eslo Cede. Eslo Cede. Lo Chadere. Ich will Felix von der Laden Chadere. Muss man sagen? Nee, will ich nicht. Nee, ich will nicht mit dem Sex haben. Ey. Bist du eigentlich so obsessed mit Dena? Was denn mit dir? Ja, ist ein mein großes Vorbild. Gerade von Emotes und Stuff und Humor. Nee, Chadere ist Sex, ja. Also, und Eslo Cedere? Lo Chadere ist so... richtig Sex haben. Also wenn du mal in der Schweiz bist, gehst du einfach zu meiner Mom und sagst, ich glaube nicht, ich bin Chadere. Ich glaube nicht, dass es passiert. Hitzki. Hitzki, ja. Hitzki. Oh, ein so Hitzkopf. Im Hals etwas. Wichse. Ja. Halsschmerzen. Nee, aber man kann's, wenn man sich verschluckt, dann bekommt man dann Hitzki. Schluck auf. Ja. Ey. Ein Hitzki. Schluck auf. Wie? Hä? Das macht doch alles keinen Sinn. Habt ihr irgendwas erraten? Hitzki. Hitzki. Fotzelschnitte. 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 Da müssen wir ja wissen, ist, was das ist. Wenn ich eine Scheide zwischen zwei Scheiben Brot mache, Butter draufnehme und reinbeiße. Ja. Perfekt. Aber ist was zum Essen, ja. Echt jetzt? Ja. Dann ist wahrscheinlich Schnitter ist ein Brot. Sowas wie ein Döner? Es ist, wenn du ein Brot nimmst, mit Ei in der Pfanne anbrätst. Ja, Toast Hawaii. Nee, du nimmst ein Brot, machst Ei drauf. Nein! Kennst du das nicht? Du nimmst ein Brot. Amarita. Amarita, wie heißt denn das? Amarita, ja. Amarita. Da gibt's noch den anderen Namen für. French Toast. Ja, French, French Toast ist es, Alter, ja. Applaus für Revi. Hey, ja, jetzt einfach, weil ich es gewöhnt bin mittlerweile, um in Videos teilzunehmen. Grüße geht raus an Hungriger Hugo. Tatsächlich dann auch geben. Danke, dass ich dabei sein durfte, Mann. Lasst ein Like da, abonniert das Video und... Das mache ich. Kommentiert den Algorithmus. Genau, let's okay. Go. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Schaut bei Adi Totoro vorbei. Ich hoffe, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Und lasst ein Like und ein Abo da.